Ja, moin Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Blog. Ja, bislang gab es ja so in diesem ganzen Bewegtbild-YouTube-Faktor von mir noch gar nicht so viel zu sehen. Ich habe aber ein bisschen so das Mittel zum Zweck genutzt und habe gedacht, wenn wir jetzt hier schon sowas Cooles machen, dann muss ich auf jeden Fall darüber auch einen Blog machen. Und zwar habe ich mir im Juli 2019, einen kleinen Kindheitstraum erfüllt, wie auch immer Kindheitstraum, und habe mir einen alten Unimog 406 gekauft. Das Ganze war auch ein relativ großer Zufall. Ich war unten beim Southside Festival in Tuttlingen am Bodensee. Woo! Und habe den dann da irgendwie ganz durch einen Zufall entdeckt bei eBay Kleinanzeigen. Und dann hat irgendwie alles gepasst und wir haben den hochgeholt in den Westerwald, da wo ich quasi herkomme eigentlich. Und wir restaurieren den jetzt hier zusammen mit Freunden, Familie und vor allen Dingen mein Vater, der jetzt hier im Hintergrund schon ein bisschen am Werkeln ist. Der ganze Unimog ist Baujahr 1966, 5,7 Liter Diesel und genau, eigentlich so ein bisschen restaurationsbedürftig. Und wir werden jetzt den die nächsten Monate, Tage, wie auch immer, restaurieren. Hoffen, dass das alles halbwegs unkompliziert vonstatten geht. Und genau, haben jetzt schon in der letzten Zeit einige Anbauteile vom Fahrgestell abgenommen, Tank, sämtliche Batteriefächer und Kisten und ja, vom Fahrgestell die Pritsche, alles Mögliche quasi ist schon weg. Und jetzt sind wir quasi gerade dabei, wie ihr im Hintergrund ein bisschen sehen könnt, die Kabine abzunehmen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend, weil das quasi gerade hochgezogen werden muss, damit am Motor und an den ganzen anderen Sachen, die da unten drunter sind, nicht so viel kaputt geht. Also, wir nehmen euch mit und hoffen, euch gefällt das hier. Nee, ich würd hier die Dinger erstmal rausmachen, die ganzen Bretter. Aber hier klappt es eigentlich jetzt gut. Also über den Motor ist er jetzt drüber. Ja, und jetzt kommt hier unten auch nochmal richtig gelaufen, Kühlerwasser.